Medien mit Weida. Video. Schöne Sandstrände, atemberaubende Felsformationen, Wüsten- und Regenwaldregionen. Das ist eine Seite von Mexiko. Drogen und Korruption ist eine andere. Das zeigt sich auch in der Berichterstattung, die sich deutlich von der deutschen unterscheidet. Die Dreisat-Redakteurin Doris Amon hat mehrere Wochen in Mexiko für ihre Dokumentation Mexiko, Drogen, Dollar, Depression recherchiert. Jetzt spricht sie mit Medien mit Weida über ihre Erlebnisse mit den mexikanischen Medien. Das mexikanische Fernsehen ist auf jeden Fall blutiger. Das heißt, die scheuen sich nicht, Leichen zu zeigen. Dann sind die Berichte auch in den Zeitungen zum Beispiel viel emotionaler. Da wird gar nicht so getrennt zwischen Fakten und Meinungen. Oft sind Artikel flammende Plädoyers für oder gegen etwas. Also es ist meistens in irgendeiner Weise gefärbt. Wenn man als einheimischer Journalist über die Drogenmafia berichtete, setzt man mit einer falschen Formulierung schnell sein Leben aufs Spiel. Gilt das auch für ausländische Journalisten? Wenn wir wichtig gewesen wären, wären wir in einer Stunde weg gewesen. Was ein bisschen brenzlig ist, merkt man immer wieder an den Leuten, mit denen man spricht. Also ich habe einen Experten gehabt, der hat ganz klar gesagt, wenn ich nicht in Deutschland publizieren würde, sondern wenn dieser Film in Mexiko laufen würde, würde er uns alle diese Dinge, die er uns gesagt hat, nicht sagen. Ich habe mit einer Frau gesprochen, die nur unter Polizeischutz aus dem Haus geht, weil sie in die Öffentlichkeit getreten ist und sich gegen den Drogenkrieg gewandt hat und gegen die Gewalt. Also vor diesen Leuten Hut ab, denn die leben wirklich gefährlich. Die Berichterstattung in Mexiko kann man ungefähr mit der deutschen Gerichtsberichterstattung vergleichen. Solange jemand nicht schuldig gesprochen wird, muss man von der Unschuld ausgehen. Und das heißt immer, eine richtige Berichterstattung ist zum Beispiel eben aus Städten wie Ciudad Juárez, die im Kreuzfeuer stehen, überhaupt nicht möglich. Wenn überhaupt, machen Zeitungen wie El Diario das so, dass sie Berichte von anderen in Auszügen veröffentlichen. Wenn Berichte von anderen veröffentlicht werden, sollte sicher sein, dass die Informationen richtig sind. So ist es zumindest in Deutschland. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir haben in Juárez gedreht und der Pressesprecher, der uns da umgeführt hat, hat uns dann also vor der Kamera Erfolgsmeldungen erzählt. Und am dritten, vierten Tag haben wir dann ein paar Biers miteinander getrunken und dann kamen plötzlich so Aussagen wie, wissen Sie was, bei uns ist ja jeder am Drogenhandel beteiligt. Dann ist so das Offizielle sind abgefallen und dann merkt man, wie man doch eine gefilterte Realität präsentiert bekommt, sowohl von Pressesprechern als auch zum Beispiel von den Soldaten. Die Generalität hat uns sehr viel ermöglicht, aber andererseits ist es so, dass die einem die Realität sehr genau vorfiltert. Das hat ein gutes und es hat auch ein schlechtes. Man braucht natürlich eine Patrouille, um selber geschützt zu werden. Und andererseits muss man dann eben sich darauf einlassen, dass die einem eine Realität vorführen, die so vielleicht sehr einseitig ist. Auch wenn es vorkommt, dass Journalisten getötet werden, ist das nicht die Regel. Bedrohungen und Morde sind eigentlich ein Betriebsunfall. Ein erfolgreicher Drogenboss möchte leise Geschäfte haben. Denen liegt gar nicht so sehr daran, ausländische Journalisten umzubringen. Dann gibt es richtig internationalen Ärger. Die erschießen eher einen einheimischen Politiker, der sich ihnen nicht fügt, als einen ausländischen Journalisten.